Bürger und Bürgerinnen aus Stadt und Land, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stehen hier auf dem Platz, wo die Verantwortlichen von Stuttgart 21 rücksichtslos versuchen, Fakten zu schaffen. Mit Baggern und Abrissbirne soll in den nächsten Monaten ein Milliardengrab geschaufelt und Stuttgart 21 unumkehrbar gemacht werden. Wir kämpfen erbittert dagegen. Warum kämpfen wir so erbittert dagegen? Weil dieses Projekt eine Reichweite von mindestens 20 Jahren haben wird und in ganz dramatischer Weise die Verkehrspolitik, die Finanzen und die Politik insgesamt in eine falsche Richtung lenken wird. Und es ist wichtig, dass ihr das regelmäßig macht, diesen Protest. Und ich kann euch sagen, auch mit Blick über ganz Deutschland, über alle Verkehrsprojekte in dieser Republik, über alle Bahnhofsprojekte, da kann ich euch sagen, dieses Bahnhofsprojekt ist mit Abstand das größte, das teuerste, das riskanteste und das dümmste Projekt in der Geschichte der Eisenbahngeschichte.